Mein zweiter Punkt, Wachstum ist multidimensional. Wenn wir über Wachstum sprechen, sprechen wir häufig über finanzielles Wachstum. Das aber ist zu kurz gesprungen. Wir müssen Verständnis dafür entwickeln, dass Wachstum mehr bedeutet als mehr desgleichen. Es ist nicht das Addieren, was zu Wachstum führt. Es ist das Innovieren, was für Wachstum führt. Wenn wir immer nur addieren, dann erzeugen wir sowohl in unserem eigenen Sortiment in der Industrie als auch beim Handel eine unglaubliche Komplexität, die am Ende des Tages keiner mehr beherrscht. Also müssen wir ganz sorgsam dafür Sorge tragen, dass wir innovieren und nicht nur addieren. Und ich komme nachher noch auf Verzicht zu sprechen. Wachstum bedeutet mehr, als nur auf die letzte Zeile in Ihrer Gewinn- und Verlustrechnung zu schauen. Wer das tut, ist sicherlich gut aufgehoben. Das muss ja auch stimmen, da machen wir uns nichts vor. Also über Jahrzehnte lang Verluste produzieren und fröhlich sein, das macht auch keinen Spaß. Aber das alleinige Fokussieren auf die letzte Zeile in der G&V, das macht Sie handlungsunfähig, weil Sie das nicht mehr korrigieren können. Die G&V, die letzte Zeile, der Gewinn oder Verlust, ist das Resultat Ihres vorangegangenen, richtigen oder falschen Tuns. Und diese Handlungen, die können Sie in der Gegenwart steuern. Wenn Sie nur auf diese Zahl gucken, kriegen Sie auch die Mitarbeiter nicht mitgenommen, weil Sie sich im Zweifelsfall nicht identifizieren mit dieser letzten Zeile in der G&V. Das heißt, wir müssen doch über andere Dinge kommen, wir müssen über Inhalte kommen, über Richtiges tun. Wir müssen Wachstum multidimensional verstehen, Mitarbeiterqualität gesteigert, Produktqualität gesteigert, Lieferantenqualität gesteigert, Kundenqualität gesteigert. Es gibt nämlich auch schlechte Kunden. Kunden, die nicht zahlen, Kunden, die nur am Preis rumnöggeln, Kunden, die sich beschweren, die dauernd reklamieren. Das sind Elemente von Wachstum und die führen letztendlich natürlich richtig gemacht zu einer vernünftigen Zahl in der letzten Zeile Ihrer Gewinn- und Verlustrechnung. Es gehört auch eine Wachstumsintelligenz, wie wir es beim Mandat nennen, dazu. Wir hatten dieses Beispiel heute schon in dem einen oder anderen Vortrag. Wenn wir gefragt worden wären vor 5 oder 6 Jahren, vor 5 Jahren vielleicht noch nicht, aber vielleicht vor 6 oder 7 Jahren, was möchtet ihr denn mit eurem neuen Mobiltelefon machen? Was sind eure Wünsche? Was hätten wir geantwortet? Mehr Speicher, ein paar mehr Adressen, größerer Bildschirm, längere Akkudauer, bisschen kleiner und leichter. Das wären unsere Antworten gewesen. Zumindest die meisten von uns hätten das geantwortet. Und ich inkludiere mich da ausdrücklich ein. Wir hätten nicht damit geantwortet. Wir hätten nicht gesagt, ach, wir hätten gerne ein Gerät, das wir in die Tasche stecken können, das unsere ganze Welt in der Tasche bedeutet, mit dem wir von unterwegs überall geortet werden können, das Navigation, Einkaufsführer, Freunde, Bespaßer und was auch immer ist, was mein ganzes Leben revolutioniert, was nebenbei noch die Musikindustrie revolutioniert, das hätten wir nicht geantwortet, Hand aufs Herz. Hat auch etwas mit Wachstum zu tun und dieses Wachstum kommt von innen. Da bedarf es Menschen, die die Kunden verstehen, Kundenversteher im besten Sinne des Wortes. Und zwar sind dies Menschen, die nicht den Kunden das liefern, was diese wollen, sondern den Kunden das liefern, was sie brauchen. Und das ist ein riesengroßer Unterschied, das ist eine große Wertschöpfungsdistanz.